Hallo Leute, willkommen bei der Niche Wolpertinger Challenge. Dies ist Teil 71. Ja, ich habe mir eine Liste zusammengestellt aus den Jungen, die umziehen sollen, also auf eine neue Insel. Das sind immerhin schon 5. Wir brauchen also eigentlich nur noch 2 Babys, aber ich habe auch von den Erwachsenen 3 günstige Paarungen gekriegt. Also würde ich sagen, kriegen wir einfach nochmal 3 Babys und dann sehen wir, wer es nicht rechtzeitig schafft, bleibt halt hier und unterstützt die älter werdenden Erwachsenen. Wir haben hier ja auch noch das junge Paar mit den Derbschnauzen. Mal gucken, ob die im Laufe der Zeit noch zusammenfinden, weil immerhin ist hier das eine ja noch ein ganz winziges Baby. Und der Weg ist weit über die ganze Insel. Aber das wäre doch auch ganz schön, wenn die sich noch finden. Gut. Und die erste Paarung, die sitzen glücklicherweise schon gleich zusammen. Und sie hat noch eine Aktion zu machen, aber nur noch 2 Tage. Bei ihr ist es wirklich eilig. Darum lasse ich die jetzt gleich mal sich paaren. Und dann schaue ich, dass sie im nächsten Zug so weit wie möglich hier runterkommt, bevor sie ihr Nest baut. Okay. Oh, und du kannst hier auch noch einen Schritt machen. Das ist gar nicht schlecht. Takuno soll zu Iskore. Die ist da drüben. Dann lasse ich ihn irgendwie schon noch mal ein bisschen gehen. Ja, dahin. Das ist jetzt zwar keine berühmte Fortbewegung, aber besser als gar nichts. Weil die können sich dann vielleicht hier irgendwo treffen. Mal gucken. Gut, jetzt mache ich den nächsten Tag. Oh, wir haben 30 Tage geschafft. Das heißt, das Geweih ist uns schon mal sicher. Also die Möglichkeit, uns das Geweih im Mutationsmenü zu wünschen. So. Ist das denn eigentlich ein Bub? Ja, das ist ein Bub. Sehr gut. Dann kannst du hier mal so zügig wie möglich zu deinem Traumprinzen eilen. Zu deinem jungen Traumprinzen. Du kannst dich hier mal in Bewegung setzen. Ah, der hat sich angesteckt. Was machen wir denn da jetzt? Weil die Mutter muss ja schon noch in der Nähe bleiben. Wir haben ja hier noch Vogelalarm. Naja, jetzt gerade nicht, aber... Na, der wird schon wieder gesund werden. Da müssen wir jetzt schon noch abwarten. Aber du kannst einen Schritt aus dem Nest raus machen, um schneller groß zu werden. So. Okay. Und du sammelst mal Beeren für euch beide. Sehr schön. Und sobald der Kleine groß ist, seilt er sich ab von seiner Mutter und trifft sich dann mit seiner Traumprinzessin. So, jetzt müssen wir das hier alles akkurat planen. Erstmal kümmere ich mich um die ganzen Paarungen, die anstehen. Iskore hat auch nicht mehr allzu viele Tage. So, oh, eine kleine Bärhyäne. Och, wie niedlich. Haben wir jemanden, der sie füttert? Weil Iskore soll jetzt schwanger werden. So schnell wie möglich. So. Na, vielleicht finde ich noch jemanden, der die kleine Bärhyäne füttert. So, mal gucken, ob das noch was wird. Aber zum Nestbau reicht es nicht. Immerhin haben sie sich gefunden und erfolgreich gepaart. Gut. Dann. Wen haben wir hier noch? Rala und Dukuku. Ich glaube, das wart ihr, nicht wahr? Rala und Dukuku. Jawohl. Ja. Dann könnt ihr eigentlich gleich hier euch treffen. So vielleicht. So. Du kümmerst dich hier mal ums Befruchten. Jawohl. Und dann kannst du ein Nest bauen. So, dann muss das Baby zwar hier übers Wasser.
Aber wir müssen sowieso warten, bis die Teenager sind oder so. Und dann ist der Weg ja nicht weit hierher. Okay, gut. Wir haben alle drei Paarungen in Angriff genommen. Sehr gut. Und du kannst hier mal das Fleisch einsammeln. Und jetzt gucken wir mal, ob du Kuku schafft es schon bis zur Bärhyäne, aber nicht mehr zum Füttern. Und du? Wann? Mal gucken. Ach, das reicht auch nicht. Oh, da ist auch eine große. Hey, das hätte ich mir eigentlich denken können, weil die letzte große war hier und nicht dort. Wie sollte dann da das Baby herkommen? Nun gut, Wanwan, ich hoffe, du kriegst keine großen Probleme. Und es wird natürlich ein bisschen blöd, hier ein Baby zu kriegen. Dann lasse ich sie beim nächsten Zug ein bisschen weiter weggehen. Und warte mal. Kirdukru. Ah ja, genau. Du bist ja der Vater. Aber ihr habt euch schon gepaart, nicht wahr? Ja. Und du bist jetzt Teenie. Sehr gut. Dann könntest du dich vielleicht mal um die Bärhyäne kümmern. So. Okay. Die Energie reicht auch nicht mehr zum Kämpfen. Aber im nächsten Zug können sie dann zack zuschlagen. So, und du musst jetzt einen Platz für ein Nest finden. Na, hier ist doch perfekt. Ja, ist zwar auch in Bärhyänennähe, aber die kriegen wir schon in Schach gehalten, die Bärhyäne. So. Ich meine, mit Kirduko mit Stärke 7, der schlägt einmal drauf oder zweimal und dann ist die Bärhyäne platt. Okay. Und euch schicken wir hier trotzdem mal weiter in die Nähe. Auch wenn hier in der Nähe eine Bärhyäne ist. Aber die kommen ja immer nur langsam voran. Vielleicht kriegt die Bärhyäne ja sogar Angst. Also nicht vor Wanwan, aber vor Kirdukru. Okay. Und was machen wir hier bei euch? Du bleibst auf jeden Fall hier, das ist soweit klar. Und was hatte ich mit Kirkir vor? Ah, Kirkir ist gerade herangewachsen und kommt mit auf die Reise. Gut, dann kannst du hier ja schon mal einen Hasen jagen. Naja, nächste Mal. Und Ronuta kommt auch mit auf die Reise. Oh, Ronuta ist sogar von der schnellen Truppe. Wunderbar. Und du bleibst hier. Und ja, bist stärkemäßig keine große Hilfe. Und ganz lieber, friedlicher Kerl. Tja. Was machen wir mit dir? Geh mal hier hin. Vielleicht kannst du ein paar Beeren sammeln. Nee, leider nicht. Aber du kannst den Beerenbusch freilegen. Okay. So, haben wir jetzt alle gemacht. Du hast noch nicht gemacht. Mesila. Du kannst vielleicht einfach mal dieses Nest hier einsammeln und den Hasen bekämpfen. Na, das hat doch schon gut geklappt. Okay, dann machen wir einen neuen Tag und ich bin jetzt schon sehr gespannt, wie das hier im Lager der Bärhyäne weitergeht. Da mache ich jetzt auch mal einen Screenshot, weil das ist ja schon ein bisschen ärgerlich, dass die hier unsere schlafenden Nischlinge bedroht. Diese Insel ist ziemlich bärhyänenfreudig geworden.
So, nochmal von der anderen Seite. Ja, da kann man das noch besser sehen. Die finsteren Augen der Bärhyäne und unsere schlafenden Nischlinge. Okay, ein neuer Tag. Ja, das war zu erwarten. Sie wird zuschlagen. Oh, wow, wow, das war aber kräftig. Gibt's hier. Jawohl. Zack. Und du gehst jetzt hin und leckst die Wunden sauber. Und dann gibst du der kleinen Bärhyäne Futter. Sehr gut gemacht. Wunderbar. Und die Babys sind nicht in Gefahr. Och, aber du hast ja einen guten Teil deines Lebens dafür geopfert. 5 Tage. Und ich habe aus Versehen die Heilpflanze gekillt. Aber du kriegst jetzt nochmal Kinder. Ich glaube, Kirdukru hat sowieso mehrere Kinder. Uiuiui, das ist jetzt schon das 3. Kind, was jetzt kommt. Ja, und die Kinder Meana und Rodukir und wahrscheinlich auch Nukirta kommen alle mit auf die Reise. Insofern hat sich das schon sehr gelohnt, dein heldenhafter Einsatz, Kirdukru. Im Kampf mit der bösen Bärhyäne. Jetzt gucken wir uns doch mal einen dieser Neuzugänge an. 3 Nussknackerfähigkeit, sehr gut. Nukirta. Gut. Ja, ich sollte dich gleich mal aufschreiben. Ein Junge bist du geworden. Wir haben ein bisschen Jungenüberschuss. Aber ich denke mal, da kommen wir mit hin. Nukirta und KG. Kann sich mit den vorhandenen Damen nicht paaren ohne Gefahr. Aber vielleicht gibt es ja noch eine neue Dame, mit der das besser klappt. Okay, und du, Kokome, du kommst mit. Gucken wir mal, wer kann aufpassen? Iskore kriegt ja jetzt auch noch ein Baby. Genau, genau, okay. Dann setzen wir dich mal hierher und dann baust du ein Nest und passt gleichzeitig auf den kleinen, wie heißt der noch, Nusskirtan? Nukirta auf. Okay. Und du bist jetzt auch herangewachsen, Kokome. Und kannst hier die Reisehalbinsel schon mal betreten. Sehr gut. Ja. Und Takuno hatte sich gerade frisch gepaart. Genau, mit Iskore. Und du bleibst einfach auch mal da. So, Meana. Du kommst mit auf die Reise und bist auch schon recht weit gekommen. Ja, oh, und ihr seid noch viel weiter. Ihr schafft es hier schon bis ins Ziel. Die ersten kannst du einsammeln und noch einen Hasen jagen. Ist doch praktisch, wenn man kurz vor der Reise noch ein bisschen Proviant findet. So. Ja, ich würde sagen, du bleibst einfach mal hier und passt nochmal auf die Kleinen auf. Man weiß ja nie. Ist zwar nicht so stark, aber so ein bisschen väterliche Präsenz hilft auf jeden Fall. Okay, jetzt gucken wir mal hier. Wer ist denn hier geboren worden? Reisme, ein Weibchen. Sehr gut. Wunderbar, kann graben. Graben ist sehr wertvoll auf schlimmen Polarinseln. Und Stärke 4 ist auch sehr gut. A und K. Kann sich leider auch nicht mit Nukirta paaren. Reisme. Aber zum Beispiel mit Ronuta. Ja, das war's dann aber auch schon. Aber immerhin, es reicht ja, wenn man einen Partner findet. So, A und K. Sehr gut. Dann gehst du jetzt mal ein Schrittchen zur Seite.
und jagst einen Hasen für lecker Proviant. Und du sammelst Beeren ein und passt auf deine junge Familie auf. Sehr gut. Okay. Ja, jetzt sind wir hier schon weit gekommen. Und du gehst weiter in diese Richtung, wo ihr euch dann später niederlasst. Das könnt ihr mal sehen. Ah, super gut. Jetzt kann sich Kirdukro auch selbstständig machen. Super gut. Ihr könnt euch hier mal alle treffen. So. Wunderbar. Und Mesila, ja, du könntest vielleicht einfach ein bisschen auf die aufpassen. Obwohl, jetzt ist natürlich auch Lako schon erwachsen. Aber vielleicht ist es ganz nett, wenn ihr zusammenbleibt. Wobei, ja, ich lasse die mal zusammenbleiben erstmal. Und später kann Mesila sicher einen dieser Bäume schnappen. Beziehungsweise diesen Baum könnte sich jetzt auch unsere kranke Siriana schnappen. Wenn sie es noch schafft bis dorthin. Aber ich denke mal, das ist in Ordnung. Wir haben ja hier noch einen Baum und da könnte sich dann diese Gruppierung niederlassen. Jetzt gucken wir mal. Kann denn Mesila GI sich mit Kirdukru paaren? Ja, die können sich untereinander paaren. Wunderbar, dann werde ich denen hier mal ins Mutationsmenü andere Schnauzen geben. Was können wir denn hier machen? Nehmen wir Knackerschnauze. Und gucken. Oh, ein Rüsseltier. Ja, und dann vielleicht gute Fruchtbarkeit. So. Und du kriegst, mal gucken. Gute Pfoten und gute Schnauze. So, nehmen wir auch Knackerschnauze. Weil Nüsse gibt es hier ja halbwegs. Und eine gute Pfote. Dann geben wir dir eine Beriena-Klaue. Dann kannst du gegen die... Also dann können deine Kinder gegen die Berienas kämpfen, die es hier ja reichlich gibt. Okay, dann werdet ihr hier schon klarkommen. Gut, und ihr habt dann ja auch noch eine friedliche Beriena. Na, hier sitzt noch jemand und hat nichts getan. Rodukir. Ja, du musst dich hier fortbewegen. Mal gucken. Ja, auch geklappt. Super gut. Dann kommen wir hier ja gut voran. Gut. Ja, mit etwas Glück können wir vielleicht in der nächsten oder eher in der übernächsten Folge auf die Reise gehen. Weil die Babys müssen ja erst heranwachsen. Die sind ja zwar schon relativ nahe, aber nur relativ nahe. Die brauchen dann schon, bis sie mal mindestens zwei Edelsteine haben und dann... Ja, wird ein paar Tage dauern. Aber wir sind auf einem guten Weg, denke ich. Okay. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.